Hallo Leute, willkommen zurück zu GTA Vice City. Ich bin jetzt wieder in dieser Mission, wo das Spiel so oft abgestürzt ist. Meine Fresse stürzt super ab. Und diesmal habe ich eine neue Taktik, und zwar starte ich ab hier. Ja. Ich hoffe, dass ich dadurch ein bisschen seltener sterbe. Ja. Wie gesagt, ich habe die Mission verdammt oft gefailt und ich bin echt verdammt angepisst deswegen. Ich laufe zu einer Waffe, das Spiel stürzt ab. Ich laufe dort und das Spiel stürzt ab. Das ist total krass einfach nur. Und ich habe mir auch eine coole sichere Weste wieder besorgt. Ich habe nicht vergessen, dass ich etwas gemacht habe. Das habe ich nicht vergessen. Und dadurch kann ich unendlich kugelsichere Westen haben. Es ist so, als hätte ich die ersten 10 Päckchen eingesammelt. Ich denke, das sollte jeder wissen. Wo ist er? Da ist er, ja. Okay, wo gibt's noch welche? Wer möchte noch alles aufs Maul? Ich laufe mal hier lang. Nee, ihr kriegt keinen aufs Maul. Das erlaube ich euch nicht. So, ich hoffe, dass das Spiel jetzt echt nicht wieder abstürzt, weil das wäre echt das Schlimmste. Ist er tot oder? So. There goes my careful planning blown to shit. Thanks to you. You screwed up real good, Lance. He killed my brother. What do you expect me to do? Mow his lawns? We're gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure, I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. Mann. Mein Gott, jetzt ist aber echt eine Hure. Ehrlich. Was für ein Hurensohn. Jetzt komm stark ein, Lance. Wird endlich mal Zeit, dass wir hier verschwinden. So, ich hoffe, dass mein Heli noch da steht, mit dem ich hergekommen bin. What the... Leute, ich komme dann gleich wieder. So, Leute, da bin ich wieder. Ich bin jetzt mit Lance im Wagen drin und habe es jetzt endlich mal geschafft, da rauszukommen. Und zwar lebendig. So, ich hatte auch einen Helikopter, aber der ist schon... Ja, der raucht schwarz und ja. Deswegen benutze ich den nicht. Sicher ist sicher. So, wenn ich das jetzt noch verbocke, dann raste ich endgültig aus. So, hab wieder das Spiel hier abgestürzt. Das bin ich langsam echt angepisst. Ja, so, ich hoffe, dass ich diese Mission jetzt endlich schaffe. Wie gesagt, ja. Falls ihr es nicht wüsstet, oder als ich es nicht gezeigt habe, hier konnte er einen Helikopter kriegen, bei der Polizeistation. So, ich muss jetzt Lance ins Krankenhaus bringen, damit er geheilt wird. Ja, kennt man ja. Und dann möchten wir Diaz ausschalten. Get patched up and meet me on the bridge to Star Island, okay? Okay, I got you. Ja, gute Besserung, Lance. Und das ist auch eine der einzigen, ich glaube, es ist die einzige Mission in ganz GTA Vice City, wo man kein Geld kriegt. Aber diese Typen da, die droppen so viel Geld, das ist schon fast wie Missionsgeld. Ja, ich habe es auch übrigens gelassen, also bei mir bekommt man übrigens auch kein Geld dafür. So, jetzt die erst ausschalten gehen mal schnell und flockig. Ich geh mal die Autobahn, mal schauen, ob das funktioniert. Dass ich da richtig rauskomme. Ja. Mein letztes Video wurde anscheinend von der GEMA nicht gesperrt. Weswegen ich jetzt auch weiterhin die Musik drin lasse. Also sobald das erste Lied, also sobald das erste Video gesperrt wird, mache ich die Musik raus. Ich denke, ihr nehmt mir das nicht übel. So, ist es auch hier der richtige Ausgang oder ist es hier wieder Verkehrswechsel? Mal schauen. Ich denke Verkehrswechsel. Tatsächlich. Der
Es gibt doch hier einen Ausgang, der zu Diaz rausführt. Ah, hier muss ich raus. Aha. Das hätte mir aber auch jemand sagen müssen. Und der Wagen explodiert gleich. Das ist perfekt. So. Erstmal hier speichern oder ja, wieder Telefonat. Okay. Ja. I'm going to need your help as soon as possible, amigo. So please hurry. Tommy, I need you, all right? I hate the damn French. Ja, ich komme gleich zu dir, Cortes, aber davor muss ich mal Diaz töten. So, erstmal abspeichern. Damit ich diese beschissene, verbuggte Mission nicht machen muss. So. So. Hey du, gefällt dir meine Kettensäge? Pizza Mortale. Ihr versteht schon, ne? Weil Diaz und weil wir da hingehen. Ja. I got us some cannons in the trunk. Holy shit. Where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. Schicke M4-Kanonen sind das. Wenn ich nicht schon eine hätte. Okay, Diaz. Ja, ne MP5, Cheater. This place is gonna be crawling with assholes. Be careful. Don't worry, Tommy. I'll cover you. Wow. Lance, hier sind ein paar Gegner. Die könntest du auch mal, ein bisschen mithelfen. Ich weiß, es widerspricht eigentlich deiner Natur, aber trotzdem könntest du mal ein bisschen helfen. Die Waffe ist ziemlich schnell, aber unhandlich. Oh, Lance hilft nicht. Leute, seht ihr das? Oh. Meine Skills waren auch schon mal besser. Oh, das nenne ich Headshot. So, rein. Ja, Diaz Haus. Nicht Lance angreifen. Idioten. Aber schicke Waffen habt ihr. Ey, 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 ey. Chill. Ich habe Schiss, nach oben zu gehen. Ich kann jetzt jederzeit einen Gauner auf mich warten. Lance. Ist mir egal. Okay, die Cutscene. So, ich hoffe, ich überlebe das. I'm coming to take over your business. Tommy, you betrayed me, you idiot. I'm gonna kill you real soon. Und tot. Ja, so schnell kann es mit deiner Minigun gehen, würde ich mal sagen. So, irgendwelche letzten Worte, Mr. Diaz? My beautiful house. Look what you done to it. This is for my brother. I trusted you, Tommy. I would have had you made. Say goodnight, Mr. Diaz. Ich finde das unfair. Lance hat eine Desert Eagle und die kann man im Spiel gar nicht kriegen. Das ist ziemlich unfair. Ja, nice. Wir haben jetzt Diaz Bude und einen Haufen Geld. Aber erstmal die Klamotten wechseln.
So, so kann ich doch rumlaufen. So, und hier ist auch direkt die nächste Mission. Die mache ich dann auch gleich, aber davor speichere ich erstmal. So, abspeichern, ja bitte, dankeschön. So, hab ich hier irgendwas in dieser Mission speziell... Okay, wer ist da? Tommy, son, have I got a surprise for you. I'm down at recording studios with some major artists. Why don't you pass a visit? You know it makes sense, don't ya? See you later. Okay, das war Ken Paul, der uns sagt, dass es jetzt eine neue Missionsstelle gibt. Ja, also, dann mal gleich die nächste Mission. Fette Beute. Oh, we gotta redecorate this place. We gotta make it look older. I can't stand this look. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in... You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory. And let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle, or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead, and they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in 5 minutes. Ja. Was sagt man dazu? Ich nehme die Waffe, weil es damit einfacher geht, die Schaufenster zu zerstören. So. Aus Sicherheit nehme ich jetzt einen bekannten Weg, den ich auch kenne, weil ich keine Lust habe, dass mich die Autobahn irgendwo hinführt und ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahre. Ja. Also jetzt erstmal zu der Mauer fahren. Ist auch zum Glück nicht so weit von hier. Die Steuerung von diesem Ferrari macht es auch ziemlich schwer. Wow. Auto, chill. Okay. Ich sag dir was, wenn du dich normal fahren lässt, lasse ich dich sogar im Pay and Spray reparieren. Das ist kein Witz. Wenn du dich normal fahren lässt, lasse ich das. Mal schauen, ich gebe dir jetzt noch eine Chance. Ja, der Wagen hat, solange der Wagen nicht verschwindet, hat er einen Pay and Spray verdient. Ja. Und rein, zack. So macht man das, ganz genau so. My livelihood destroyed. Mercedes, remember the name. Ihr dürft alle Staub fressen oder Glasscheiben, kommt drauf an. So, jetzt gehe ich mal nach oben und zerstaue mal hier die Fenster. Ah. Ey, ich habe doch gar nicht die, die Versteckenpärchen ausgeschaltet. Ich dachte, ich hätte es. Ich bin mal hier, damit ich die Sterne verliere. Lasst mich mal durch, Leute. Ja, ihr habt es nicht anders verdient. Wie die mich eiskalt nicht durchlassen, ne? Kennt ihr das? Das ist echt schlimm mit dieser Leute, mit diesen Leuten heutzutage. Lassen einfach einen keinen durch. Ah, die Morgenmusik. Ich kann sie nicht leiden, deswegen muss ich so schnell wie möglich raus hier. Polizei, ich möchte euch nicht umbringen, aber ihr zwingt mich dazu. Ich sollte mir vielleicht davor Rüstung holen, das wäre vielleicht mal gar nicht so eine schlechte Idee gewesen. Ach was. Aha, verarscht. Mann, Leute, chillt. Ja, gleich, das letzte Fenster. Das letzte Fenster, komm schon. Nice, geschafft. 5 Sterne, habt ihr es gesehen? So, jetzt, du kannst jetzt bestimmte Gegenstände auf der Karte Objekte kaufen, ja. Mein Deutsch ist nicht so das Beste. Wenn du ein Gebäude mit grüner Markierung siehst, kannst du dieses kaufen. Okay, dankeschön. Freut mich zu hören. Stell dich in die Markierung und drücke dann die Tabulator-Taste, um dieses Objekt zu kaufen, ja. So,
Ich würde mal sagen, ich hole mir erstmal dieses Lebenspickup hier. Ja. So. Wo habe ich eigentlich meinen Wagen rausgelassen? Ich habe schon vergessen, wo ich mein Auto rausgelassen habe. Ja. Hey Avery, what's eating you? There's a lot of opportunity in this town if you own the right real estate. You catch my drift? I reckon so. All I'm saying is keep your eyes open and you might find the perfect business opportunity. I'll catch you later. Later, Avery. Ja, oh, der Wagen ist weg. Ja, verdammt. Also ich weiß auf jeden Fall schon mal, was ich mir als erstes kaufe und als zweites. Das steht mir schon mal fest. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben und sagen, was ich mir alles kaufen soll. Ich glaube, ich werde sowieso alle Gebäude kaufen, wenn ich genug Geld dafür habe, versteht sich. So, gehe ich zu Avery oder gehe ich erstmal was kaufen? Ich denke, ich gehe was kaufen und gehe, bevor ich die Mission mache, zu Avery. Genau, so mache ich das. Ich meinte natürlich zu Cortez. Ja, Mann, wo bleibt mein Kopf? Wahrscheinlich zu... So, Leute, jetzt wieder, jetzt nach dem Spielabsturz. Ja, ich weiß nicht, wieso sich das Spiel meistens in Nähe des Malibu Clubs aufhängt. Ja, ich musste diese Mission nochmal spielen, weil ich vergessen habe zu speichern. Ich, super Schlaukopf. Ja, und ich kaufe jetzt die Malibu. Für 120.000. Immer her damit. Malibu Club gekauft. 120.000 Dollar. So, aber noch mache ich hier nämlich nicht die Mission. Jetzt mal gehe ich zu Cortez. Er hat mich wegen irgendeinem Franzosenjob gerufen. Mal schauen, was es damit auf sich hat. Jo. Also jetzt sind wir eigentlich schon bei dem Immobiliengegend angekommen von diesem Spiel. Ja. Also nicht vergessen, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ich mir alles kaufen will. Es gibt noch genug Sachen, die ich mir kaufen werde, aber ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ich mir alles kaufen soll. Wenn ihr mal Langeweile oder so habt. Keine Ahnung. Ja, ich kann aber auch diesmal nicht so lang aufnehmen, ist das Problem. Ich glaube, ich mache dann noch die, diese Cortez-Mission. Und dann lasse ich es auch wieder. Ja, aber davor schaue ich mal im Speicherhaus vorbei. Ich habe da noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Ja, und damit könnt ihr auch mal sehen, wo ich nämlich diese kostenlose Schutzweste herkriege. Na, soll ich euch auch mal zeigen. Was macht der Taxifahrer? Und was mache ich? Ich bin der weltbeste Autofahrer der Welt. Hm. Jo, also erstmal müsst ihr, also, ja, Haus reingehen. Und dann hier im oberen Stockwerk. Boom. Es gibt nur eine Schutzweste, nicht mehr. Nur eine Schutzweste gibt's. Und die Straßenkleidung. Mir gefällt diese Kleidung eigentlich relativ gut. Ich behalte die. Ja, und da ihr sehen könnt, ich habe noch 50 Leben. Und wenn ich speichere, seht ihr auch, was passiert. Speichere mal ab. Boom, 100 Leben. Ja, so läuft das hier. Und ich dachte schon, mein Wagen wird despawnen. Naja. So, aber jetzt zu Cortez. Ohne weitere Umleitungen. Mal schauen, ob er mich gerne empfängt. Denk schon. Was ich noch sagen will, ich habe zurzeit Real Racing 3. Es hat zwar so viel mit diesem Thema hier zu tun in Vice City, aber ich zocke zwar Real Racing 3 und es ist ein relativ schönes Spiel, bis auf die Wartezeiten. Die sind echt grausam. So, aber jetzt erstmal genug von mir, sondern mehr von Cortez. Alle Mann an Deck. Circumstances force a hasty departure. Problem. The French want their missile technology back, and after that last incident, I feel it is time to find safer harbors. Wouldn't it be safer to fly? I'd be dead before I reach check-in. Besides, I need to get my merchandise out of the country. Need another gun? You, my friend, are worth 10 guns. Die Übersetzung. Gun, Bodyguard. Aber man weiß, was er meint. So, und jetzt sehen wir mal die Cortez Villa in Action. Ein schickes Boot, was hinten dran klebt. Und die Franzosen sind natürlich auch schon da. Und haben so einen geilen Synchrondrift hingelegt. Das möchte ich auch können. Hey, ich möchte das auch.
Ich möchte auch solche Fast Skills haben. Ja. Na, so schwer ist das nicht. So, ich hoffe nicht, dass wieder dieser Bug passiert. Und zwar habe ich mal früher GTA Vice City gespielt und hatte einen Bug, dass dieser schwarze Cutscene da nicht auftaucht. Das ist nicht aufgetaucht, dieser schwarze Bildschirm. Somit durfte ich warten, bis diese langsame Villa an der Brücke ankommt. Ja. So, ich darf noch fahren und aufräumen. Das ist nett. Ja, jetzt habe ich gar keine Kugeln mehr. Ihr kommt nicht lebendig auf die Villa. Auf die Yacht meinte ich natürlich. Oh, nice, danke. So. Ich hoffe, ich komme mir mal bald im Laden Firmuni kaufen. So, Alter, das dauert aber echt verdammt lange. Ja. Bis hier irgendwo ein Fahrzeug hier in die Luft fliegt. Was habt ihr denn? Ist da irgendjemand drauf? Hallo? Wieso habe ich eine Katana und keine Kettensäge? Was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt die Franzosen ausschalten oder soll ich jetzt die Yacht übernehmen? Oder den Helikopter ausschalten? Ich glaube den Helikopter. Also zum ersten Mal habe ich es mal geschafft, den Führer und den Beipilot gleichzeitig auszuschalten. Ja, gib mir ein bisschen Munition und ich schieße euch den Helikopter. Doppelexplosion. Doppelexplosion, Tommy. Boah, ein Idiot. Ja, nee, ist klar. Komm dir noch mit einem Hunter. Ich will auch einen Hunter. Oh, und weg ist er. Er kann das Teil eigentlich gar nicht steuern. Ich verstehe nicht. Zumindest das Spiel gibt so viel an Sinn. Und durch. Helikopter auf Rack kommt natürlich mit. Weil, wieso nicht? Nein. 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 Oh, ich dachte schon. Spiel. Thomas, you have protected and served me well. But now you must leave us before we reach the open seas. I will lower my personal launch. Keep it, my friend. A token of my gratitude. Thank you, Colonel. One more request. While I'm away, could you keep an eye on Mercedes for me? I think she could look after herself, but sure, I'll keep an eye out. Gracias, amigo. Hasta luego. Adios, amigo. Ja, da muss wohl ein großer Freund raus. Was mir gerade mal so auffällt. Seit wann habe ich so viel Geld? Nein, Spaß. Wieso ist die Farbe nicht so wie das Boot, was eigentlich drauf war? Schon ein bisschen merkwürdig. So. Ich denke, andere Missionen können jetzt vorerst warten. Ich möchte zu den Malibu-Missionen. Aber erstmal muss ich auf Land. Und dann abspeichern. Komme ich denn hier auf Land? Jetzt hier Land, wo nicht so blöd abgedeckt ist. Ah, Mann. Leute. Das Spiel mobbt mich. Ja, es ist... Ich gehe da jetzt hoch, ist mir egal. Wahrscheinlich hat es eh keinen Sinn, aber ich möchte jetzt da hoch. Bootsteuerung ist bekloppt. Ja, Tommy, du hast Skill. Alright, Tommy, it's Paul. I've just heard from a mush that you've been a real naughty boy. Somebody's taken offense to you acting like a big guy all of a sudden. Giving it a big shot thing. Well, don't say I never warned you or nothing. Boasting is a mug's game, son. Anyway, I heard there's some fries been put on your head and someone's gonna have a crack at you, so watch yourself. And remember me, mate. Okay.
Captain Gippy soll dein Kopfgeld hier auf den Tasten gesetzt sein. Yay, ich bin Fame. Endlich bin ich Fame. So. Bevor ich das vergesse, ist das Wichtigste, was ich tun kann. Ehrlich, jetzt hätte mir schon fast dieses Telefonat durcheinander gebracht. Ach, das Wetter scheiße, gleich nochmal abspeichern. So. Immer noch scheiß Wetter, ist mir aber egal. Ist mir egal. Ich denke mal, das hat sich nicht so sehr gelohnt. Ich habe ziemlich viel M4 Munition verloren. Diese Munition kriege ich nie wieder zurück. Echt schade. Und ja, ich fahre jetzt mal mit einem Caddy dahin. Sonst fahren wir immer super Luxus Sportwagen, aber ich habe jetzt Bock auf den Caddy. Obwohl ich damit mal verreckt bin. Ja. Ich habe ja meine Klappe aufgerissen. Hm. So Leute, jetzt bin ich bei Mario Club. Ich muss das Spiel da neu starten. Und zum Glück, ja, habe ich abgespeichert. Ich wusste nämlich, dass irgend sowas passiert. Es passiert nämlich immer sowas. Wieso habe ich 1000 Schuss Minigun? Ja, okay, wir machen die Mission. So, ich speichere jetzt aus Sicherheitsgründen nicht neben Malibu Club ab. Es könnte nämlich sein, dass ich das Spiel lade und dann das Spiel abstürzt. Super. Weißt du was, ich benutze einfach einen zweiten Spielstand dafür. Man denkt einfach, ich benutze einfach diesen Speicherstand hier. So, unsere erste Mission hier. Kein Entkommen. Was das wohl heißt. Ja, Ken Rosenberg kennt man ja. Tommy, hey Tommy, look at this. This is great. I've got us this mini bar installed. We got a whole bar downstairs, Ken. Ken, du bist echt super schlau. Well, I got the chalkboard you asked for. Ah, that's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. No, I need a safe man. Oh, all right. Well, let me think. Safe, safe, safe. I got it. This guy will blow you away. Ah, nah, that schmuck. He's on the inside. Where inside? In a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. Also, Ken Rosenberg braucht erstmal definitiv psychische Hilfe. Und dieser Cam Jones und Tommy Wiseau hat gute Ideen. Wieso nicht einfach mal die Bank von Vice City ausrauben? Ich meine, wer macht das nicht? Ehrlich. Und das dann Belohnung. Yay. So, ich pack den Wagen mal hier hin. So. Und jetzt reingehen. Und jetzt. Ganz genau hier. So. So mache ich es mir nämlich ganz einfach. Polizeiuniform. Aha. Ja, ich stolziere nur mit einer Minigun hier rum. Ich mach schon nichts, keine Sorge. Ich bin der Neue. Das ist aber eine überdimensionale Karte. Und verstecke das Päckchen. Nee, ich habe jetzt Schiss, dass das Spiel abstürzt, sobald ich es aufsammle. Ja. So, ich könnte jetzt diese Waffe hier brauchen. Tommy, du steckst deinen Namen in die Wand. Und das ist er, der Cam Jones. Cam Jones? Yeah, that's me. I'm busting you out. Whatever you say. Ja, ihr chillt erstmal, hm? Lose the heat and get me back to my place. This is Rotterdam 21, Central, Washington Beach. This is Rotterdam 19, Central, Washington Beach. Perfect on foot. North
Washington Beach. Come to a 1071 North Washington Beach. Hä, hey, wo ist Cam Jones? Ah, da bist du ja. Mann, du Idiot! Ich fühle mich gerade vom Spiel gemobbt. Komm mit! Komm, endlich! Und jetzt ganz schnell. Nice. Endlich bin ich im Wagen mit diesem Trottel. Und einen Platten habe ich auch. Das ist das Beste, was einem passieren kann, ein Platter. Die Bullen fernen die Besoffene und ich auch. Hier, ich habe 4 Sterne und einen Platten. Ich glaube, besser kann es nicht kommen. Und mein Wagen ist gleich hin, ja. Muss nur mit dem Wagen ins Pain and Spray schaffen. Haben diese besoffenen Polizeikai wird das ziemlich schwer. Verdammt nochmal. Mal schauen, ob ich es schaffe. Oh Gott, das war verdammt knapp. Scheiße. Polizei, bitte nicht dumm sein. Oder die Logik von GTA, von den alten GTA-Teilen. Ich werde von der, ich werde von jedem Polizisten in der Stadt hier verfolgt. Ne? Fahren in eine Garage rein. Jeder sagt, wir haben ihn. Er kann sich nicht mehr von der Stelle bewegen. Und dann, die Farbe ändert sich. Wo ist er hin? Ja, das ist GTA-Logik vom allerfeinsten. So, dann sind wir auch schon gleich da. Das ist hier Camp Space. So. Wie bist du gerade? Ach egal. So, dann zurück mal zum Malibu Club und gleich mal die nächste Mission an den Start gehen. So, wir haben einen Safe Knacker. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen Fahrer und noch einen guten Shooter. Also noch einen guten Schießtypen. Ihr versteht schon, was ich meine. Aber davor, das Allerwichtigste nicht vergessen. Okay, das war der Malibu Sensor. Also machen wir hier mal. So, und weiter geht's. So, wenn das Spiel wieder abstürzt, ist nicht so schlimm. Wäre trotzdem ziemlich scheiße, aber mal schauen. Und das Gute ist, dass es weiter aufnimmt. Also, wenn das Spiel abstürzen sollte, nimmt Fraps noch die letzten Momente auf, bis ich, ja, das Spiel zumache. Das ist schön. Ja, dann gleich mal die nächste Mission. Malibu Club. Spielspeicherung. Dahin, zack, zuck. Und weiter. You need a stick-up man, you know one? Hey, Tommy! 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 This stuff keeps you sharp, man! Woo! I could be your stick-up man! Stick him up! Stick him up! You ain't a stick-up man, you're an idiot! Now get yourself a drink and shut up! Hey, get out of my way! Yeah, yeah, yeah! Ow, ow, ow! Relax! Cam, what do you think? Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Is that so? Yeah, a military guy, or thinks he is. I doubt he was ever in the army, but he certainly knows how to get a hold of guns. He'll be down at the shooting range. Dann besuchen wir mal Ken, ne? Und dafür wollte ich erstmal eine Karre. Ich dachte, der Wagen sei pink. Aber anscheinend nur durchs Licht so. So, also wir müssen zur Shoot-Anlage. Und ich weiß nicht, wieso das Spiel mal abstürzt, mal nicht abstürzt, mal irgendwas dazwischen passiert. Ja. Also falls irgendwann, also ist es wahrscheinlich öfter passiert, dass einfach der Ton weggegangen ist oder sowas. Und dann einfach nur, yeah, willkommen zu. Ja.
Das deutet darauf hin, dass das Spiel abgestürzt ist. Ganz einfach. Und diese Musik macht mich depressiv. Ja. Scheint noch nicht mal so weit von Nils entfernt zu sein. Oh. Hier ist auch ein schöner Laden, den ich mir kaufen könnte. Hätte ich das Geld dafür. Das nötige Kleingeld. Jo. Und sonst jetzt auch nicht mehr so weit. Und GTA 3 Veteranen kennen wahrscheinlich noch Phil Cassidy, ne? Das ist genau hier. Das ist der Typ hier. Ich habe irgendwie das Bedürfnis dazu. Versteht mich nicht falsch, ich brauche die Munition. Und da gibt sie mir bestimmt nicht freiwillig. So, und jetzt in die Cutscene. Schießstand. Die Musik, die hier hinter spielt, ist so geil. Ehrlich. Phil ist natürlich der coolste. You Phil Cassidy? Why? I'm looking for a man who can handle a gun. From this setup, I'm not too convinced. Son, I can shoot a fly off your head at 80 feet. Oh really? Yeah, I learned it in the army. Fly shooting real popular in the army? Glad I don't pay tax. You trying to be funny, kid? Let's shoot. Na dann lass uns mal schießen, ne? Scheint, als sei der Typ Linkshänder. Hm. Und ich glaube, ich habe mir auch in dieser Mission mehr Munition gegeben, als es Standard war. Es könnt ihr als Cheaten ansehen, aber es ist kein Cheaten. Ja. Dann steht, was alles zu erledigen ist. Die nahen Sachen bringen einen Punkt, die mittleren zwei und die ganz hinteren drei Punkte. Ist ja wie aus dem Kindergarten. Also ich kann auch eine Runde einfach mit STLG oder Leertaste beenden. Das ist super. Scharfe Munition. Fire. So, weiter geht's. Also mich nicht auslachen, mein Aim ist echt scheiße. Ah, verdammt, was ist denn mit mir los? Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. So, Mausinstellung, ich muss ein bisschen die Empfindlichkeit runterstellen. Ja, ich verschieße jetzt ein bisschen daneben. Alter, wo ist denn eigentlich mein ganzer Skill hin? Das ist ein bisschen zu niedrig. Verdammt, ich mache mich hier echt lächerlich. Ich mache das jetzt so, wie, ja, wie das andere machen. Ich lasse jetzt alle bis auf den Kopf übrig. Mache immer nur den ganz hinteren. Ja, so einfach. Ja, ich habe noch ordentlich Munition. Das war Phil Cassidy, der glaube ich gerade Drogen genommen hat. Aber man weiß ja nie, was Phil so nimmt. Scheinbar nimmt er alles, was es auf der Welt gibt. Und zwar gleichzeitig. Das kriegt nur ein Phil Cassidy hin. Ja. Ich weiß nicht, das ist sehr anspruchsvoll für mich. Ich habe nämlich so gut wie keinen Skill. Ich meine, was soll ich eigentlich hier dazu kommentieren, außer dass ich hier die ganze Zeit alles verkacke, was es gibt. Ja. Ach komm, 59 Punkte, ihr wollt mich doch veräppeln. Wieso habe ich keine Byton mehr? Egal. Triff in einem Design so viele Ziele, wie du kannst. Jedes Ziel bringt dir einen Punkt.
Und hier habe ich die Munition nicht erweitert. Das ist hier Originalmunition. Manche GTA-Spieler haben einen Skill und manche haben ihn nicht. Ich gehöre wahrscheinlich zu denjenigen, die null davon haben. Lass mich wieder aus meinem Flow raus. Und diese ganzen Figuren hier, die sind alle aus GTA 3. So, eigentlich müsste ich gar nicht mehr weitermachen. Ich habe schon fast die doppelte Punktzahl. Ich habe wieder in dieser Runde genau 59 Punkte gemacht. Wie kriege ich das eigentlich so genau hin? Ja, das ist hier das schwerste Level. Level 3. Hier gibt auch wieder alles nur einen Punkt. Also in diese Runde bringen einen Punkt. Ja, super. Ich wusste das schon. Ich bin so cool. Ich wusste das schon. Na, verdammt. Ja. Oh, Mann. Verdammt. Na. Verzeihen. Das ist echt deprimierend. Ja, Spiel, kann ich mich da nochmal bewegen? Ich kann mich gerade echt nicht bewegen. Ah, jetzt. 102. Ja, ich habe die doppelte Punktzahl ein bisschen mehr. So, you wanna do me a favor and help me put together a job? Son! After shooting like that, if you asked me to be your wife, I'd say yes. Okay, so weit würde ich jetzt auch wieder nicht gehen. Ah, 5000. Nice. Ja, ich habe wieder meine Python zurück. Hast du jetzt eigentlich nicht mal super Waffen im Angebot? Nein. Na, endlich. Danke. Habe ich auch mal ein bisschen davon. Ja, eine kleine Shopping-Tour. Ich habe die natürlich nicht vorrätig. Aber ich weiß, wo ich eine kriege. Ich mache noch eine MP5, weil die ein bisschen stärker ist. So. Jetzt habe ich aus Versehen einen Screenshot gemacht. Und... Bam. Ich war noch ein bisschen Munition. So. Nee. So, danke, mein Freund. Bevor ich jetzt irgendwo hingehe. Speichern. Ehrlich. So, nach dem Speichern höre ich dann auch erstmal wieder auf. Ich weiß, es ist ziemlich scheiße, aber ich glaube, ich habe schon echt einiges wieder aufgenommen. Und ja, es kommt auch, glaube ich, wieder bald Minecraft. Ja. Weil sie sehen, sich darauf gewartet habe, kommt auch wieder bald Minecraft. Ja, also falls euch dieser Part gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen, ihr könnt mich abonnieren, um keine anderen Videos mehr zu verpassen. Ihr könntet euch die Playlist anschauen oder Part 1 auschecken, wo das alles hier begonnen hat. Ja, oder ihr könntet einfach mal... Ich weiß nicht, was ihr tun solltet. Ja, ich sag dann mal tschüss. Tschüss!